Jetzt seht ihr die, seht ihr jetzt die, genau. Wie gesagt, also wir versuchen immer, wenn wir die Futter, also wir untersuchen auch die Futtermittel regelmäßig, sag ich mal einmal im Monat, und aber unsere Silagen verändern sich eigentlich nicht, weil wir sehr, sehr gut verdichten und auch kein Problem mit Nacherwärmung, und wir haben die Silos so gefüllt, dass das zu unserem Vorschub entsprechend passt. Ja? Und das ist jetzt hier so eine Ration, die wir, also was ich vielleicht auch noch dazu sagen muss, wir füttern nur ein Mischfutter bei unseren Kühen, und weil das sehr, sehr gut oder für mich am einfachsten ist oder für uns am einfachsten ist, wenn wir Grundfutter ändern, dann bestellen wir passen wir unsere Mischfutterzusammensetzung an. Wir bestellen das Futter und das wird dann 5 Tage oder 3 Tage später entsprechend geliefert, und dann ändern wir eigentlich kaum die Ration. Ja? Außer wir haben jetzt Versuchswesen, wir machen ja auch sehr viele Versuche, dann kann es sein, dass die Versuchsration mal anders ist, aber beispielsweise haben wir unsere Zusammensetzung unseres Mischfutters seit Februar 2019 nicht mehr eigentlich verändert bei den Kühen, nicht im Versuch stehen. Das ist auch ein wichtiges Kriterium. Wir haben fast keinen Wechsel, das heißt, wir machen jeden Tag dasselbe und versuchen auch eine sehr, sehr gut gemischte Ration bei den Kühen entsprechend vorzulegen. Wir füttern auch, sofern es möglich ist, fast, also nie Stroh oder Heu in der Ration. Stroh bremst die Futteraufnahme aus. Heu füttern wir manchmal, wenn es notwendig ist, aber weil wir sehr hohe Faserverdaulichkeiten haben, fressen die Kühe extrem viel Faser über unser Grundfutter und aus der Gesamtration, also brauchen wir auch kein Stroh oder Heu, weil die Tiere so viel Faser fressen, das haben Sie ja vorhin auch in den Fettgehalten gesehen. Dass das bestand ja gar nicht hier, 23 Kilo. War das eine Frage oder war das nur freigeschaltet? Also hier seht ihr jetzt unsere Ration, 23 Kilo Mais, 13 Kilo Pressschnitzel, 12 Kilo Gras und 9,5 Kilo Kraftfutter, dass wir so auf 23 Kilo Trockenmasseaufnahme kommen. Und wir versuchen auch immer, auch N-optimiert und Phosphor-optimiert zu füttern. Hier seht ihr den Trockenmassegehalt, den wir so anstreben. Zwischen 38% und 40% sollte der Trockenmassegehalt liegen, dass die Tiere nicht selektieren können. Proteingehalt, ich strebe eher so an 15,5% bis 16%. RNB kann auch gerne mal negativ sein, so bis minus 10 oder auch 20 pro Kuh und Tag. Und die Ration ist immer so auf 6, 37 Liter oder 7, 38 Liter ausgelegt. Und die Frage war ja hier auf den Stärkegehalt. Hier sehen Sie, wir haben Stärke- und Zuckergehalt in der Ration aktuell bei unter 20%. Das haben wir auch wirklich analysiert. Wir schicken oft die TMR weg, da liegen wir, weil wir natürlich kaum Stärke aus der Mais-Silage haben, weil da nichts drin ist. Und ich konzipiere das Mischfutter so, dass kaum Getreide da drin ist. Das heißt, wir schaffen es sehr, sehr Faser- oder sehr, sehr pansenschonende Energie in die Kühe reinzubekommen. Und dadurch haben wir sehr, sehr wenig Stärke und Zucker in der Ration. Das ist extrem wenig, ja, das ist mir schon bewusst, weil wir aber auch Pressschnitzel haben und wenig Stärke aus Mais. Und hier sehen Sie den Gehalt Stärke und Zucker, der liegt unter 20%. Und hier sehen Sie auch den Faserwert. Im Moment liegen wir sogar noch etwas höher. Die Analyse, die ich letzte Woche bekommen habe von der Ration, weil wir die gerade umstellen für ein Projekt oder einen Versuch. Also 37% ANDF. Im Moment liegen wir quasi bei 39% in der Analyse aus dem Labor. Das ist sehr, sehr hoch. Aber wir bremsen uns nicht die Futteraufnahme aus, sondern im Mittel bei 23 Kilo Trockenmasse unterstellt, fressen diese Kühe 8,5 Kilo NDF. Das ist unser Zielwert oder mein Zielwert oder unser Zielwert. Und wir schaffen aber mehr, also wir schaffen über 9 Kilo NDF. Und wenn Sie das hinbekommen mit hier 14, 15 Kilo Grundfutter, dann werden Sie sehen, dann wird der Pansen rundlaufen und Sie werden extrem hohe Fett- und Eiweißerträge bei Ihren Kühen erzielen.